Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 9. Juni. Und wir wollen interessanterweise auch just im JFD oder auf dem JFD-Desktop nachgefragt, uns wir dem britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken widmen. Darum geht's, dass britische Pfund ja ohnehin immer wieder in einer sehr, sehr volatilen Phase, aber hier noch natürlich beeinflusst durch den Schweizer Franken, also hier das britische Pfund in Schweizer Franken gehandelt. Natürlich, Sie wissen, was hier am 15. Januar passiert ist, ein geschichtliches Ereignis, was so am Devisenmarkt noch nicht stattfand. Man sieht aber hier sehr schön im Big Picture, und das ist der Wochenchart zum Paar, dass sich die Reaktion auf den Ausverkauf hier relativ schnell wieder auflöste, positiv auflöste. Und wenn wir uns hier mal das größere Bild anschauen, dann sehen wir eigentlich, bis auf den Spike eben hier vom 15. Januar, der hier natürlich eine enorme Verwerfung nach sich zog, das Paar grundsätzlich immer noch in dieser übergeordneten Seitwärtsbewegung ist, die sich hier wohlbemerkt seit 2011 aufbaut. Ich werde das gerade mal hier ein Stück weit einkreisen. Und da sehen wir hier eine, ja, abgezogen den Spike eben, eine sehr, sehr große Range, die sich hier hat eben über Jahre ausgebildet. Und jetzt steht eben die Frage im Raum, wie geht es weiter? Wir sehen übergeordnet, scrollen wir uns gerne auch noch einen weiteren Schritt raus aus dem Chart, eine klare Abwärtsbewegung, eine klare Abwertung. Das britische Pfund wertet also ähnlich wie der Euro gegenüber dem Schweizer Franken kontinuierlich ab und setzt sich dies auch heute fort. Großes Fragezeichen. Wir gehen jetzt mal hier in den Tageschart, in die aktuellen Gegebenheiten, und da haben wir hier einen sehr schönen Support-Level. Alles hier jetzt praktisch das Kursgeschehen nach dem 15. Januar, ein Stück weit wieder zur Realität zurückgekehrt. Das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken aktuell im Bereich um 120, 125 Pips unterwegs pro Tag. Also hier grundsätzlich auch wieder eine, ja, überschaubare, annehmbare, sehr gut handelbare Intraday-Volatilität. Alles über 100 Pips ist wunderbar, und da sind wir hier beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken in einem sicheren Hafen. Und wir laufen hier aktuell auf eine Unterstützung zu, die mit Ausnahme hier vom 1. Mai und hier vom 7. Mai im Zuge des Ausbruchs, Fehlausbruch, Reversal nach oben, dann hier wieder jetzt interessant werden könnte, nämlich hier der Bereich um 1,42, 1,41,95. Diese Zone steht unmittelbar voraus, um genau zu sein, keine 15, 20 Pips. Und da sollte man jetzt genau darauf achten, was das Pair jetzt denn hier noch vollzieht. Es deutet sich eine weitere Abwärtstendenz an. Es deutet sich eine Fortsetzung an, der hier seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch, den wir hier zur Mitte, Schrägstrich Ende Mai sahen, hier praktisch über die Hochs vom April rauszuziehen. Es deutet sich hier eine weitere Schwäche an, die man jetzt auch hier anhand des Tagescharts durch einen Abwärtstrend relativ simpel darstellen kann, relativ simpel visualisieren kann. Und das zeigt eben hier, okay, die Bären sind wohl noch nicht fertig. Und gehen wir hier über 1 oder unter 1,41,95 hinaus, dann spricht viel dafür, dass wir hier dieses Tief vom Mai als nächsten Punkt ansteuern. Das wäre dann praktisch hier dieses Level, haben wir dann Preise im Bereich 1,3816. Dieses Niveau erscheint durchaus möglich im Sinne einer weiteren Abwertung, die hier allen Anschein nach ihre Fortsetzung finden dürfte. Gut, machen wir auch noch einen kleinen Abwärtstrendkanal auf Tagesbasis dazu, dann sieht das ganz passend aus, und im Prinzip erklärt sich der Chart hier von selbst. Neue Tiefs wahrscheinlich bis zur unteren Trendkanalkante. Das würde hier Preisen im Bereich 1,40 entsprechen, um dann, machen wir es jetzt direkt mal symbolisch, einen Rebound zu sehen, einen temporären, der vielleicht als Pullback auch hier nochmal zu dem Niveau von 1,42, 1,41,95 führen könnte, um dann letztlich hier die 1,38 anzusteuern. Das wäre mal sozusagen der Idealverlauf, wenn der Preis sich hier an die technischen Tendenzen hält. Und andererseits, wenn der Preis es schafft, hier über 1,44 rauszuziehen, das war eine frühere Widerstandszone, wie Sie sehen, wenn Sie mit dem Chart nach rechts blicken. Also hier dieser Bereich, das war hier eine sehr, sehr schöne Range, die dann auch hier mit dem Ausbruch vom 22.04. Pullback und dann sehr schön tatsächlich aufgelöst wurde. Aber es war auch nicht viel mehr drin als die doppelte Projektion dieser Range. Das macht man relativ simpel, man nimmt so einen Range-Kasten, praktisch die Preisspanne, und legt die dann auf die Ausbruchsbewegung oben drauf, und da sehen wir, mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin. Diese Range wurde nach oben abgearbeitet und dann ging der Preis nach unten durch. Hier eine gewisse Unsicherheit, Fakeout nach unten, und jetzt aber letztlich dieser schöne Reversal-Move nach oben. Nunmehr stellt sich eben die Frage, wie es weitergeht. Es deuten sich weitere Verluste an. Und jetzt nochmal zu dem Level von 1,44, was eben hier früher die Range nach oben hin darstellte.
die obere Begrenzung. Wenn der Preis über 1,4415, 1,4420 rauszieht, dann darf man hier durchaus nochmal einen Angriff auf die Hochs vom April-Mai erwarten. Und dann haben wir hier Preise im Bereich 1,4660 zu sehen auf der Kurstafel. Ob es allerdings so kommt, steht auf einem anderen Blatt. Hier würde ich eher die fallenden Preise präferieren. Schauen wir kurz in den Intraday-Chart. Das Pair hier just mit einem neuen Tagestief, auch nach Rainbow-Struktur M15 H1 hier ein klarer Short zu favorisieren. Wir sehen jetzt hier nach einer aktuellen Bewegung von 51 Pips, dass wir hier noch gute 70, 80 Pips nach unten Spielraum haben, und es dürfte hier durchaus das Support-Level S1, den Support-Level S2 vom Daily Pivot Point bei 1,41 hier in Aussicht stellen. Und davon kann man hier, wenn der Preis sich hier nicht wesentlich nach oben erholt, ausgehen, dass wir hier eigentlich heute eine fallende Tagestendenz zu erwarten haben. Wie sieht das anhand der Wochentagsstatistik aus? Da haben wir ein ganz anderes Bild. Das zeigt sich nämlich hier. Heute ein höchst, höchst bullischer Tag. Ein sehr, sehr bullischer Tag mit ganz klaren Ansätzen hier in Sachen Outperformance nach oben. Aber diese Statistik sagt ja auch nur, dass 65% positive Schlusspreise während der vergangenen 52 Wochen verbucht wurden. Und da bleibt natürlich noch ein Rest von 35% negativer Natur, und dies deutet sich für heute durchaus an. Die generelle, sonst saisonal ausgerichtete Tendenz sehen wir auch hier. Neben dem, dass es hier saisonal zu einem Spike nach oben kommen dürfte, haben wir hier eine leicht abwärts gerichtete Tendenz. Wie gesagt, das Paar hat zwar 130 Pips zu bieten am Tag, aber ist grundsätzlich immer wieder mal für schnelle Impulse zu haben, sei es eben British Pound bedingt oder Schweizer Franken bedingt. Heute 10.30 Uhr kommen ja auch nochmal Daten aus dem Vereinigten Königreich. Da kann es auch nochmal hier bei diesem Paar zu Volatilitäten kommen, aber unterhalb des Pivot Point, unterhalb, kann sogar hier im Intraday-Bereich einen kleinen Widerstand ziehen. Das wäre jetzt hier kurzfristiger Natur das Level, bei dem man unterhalb davon von Shorts ausgehen dürfte. Das ist hier der Bereich 1,4240, 1,4235. Unterhalb dessen bleiben hier Shorts ganz klar zu favorisieren im Sinne der Abarbeitung der Pivot-Support-Levels. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Gut, kurzfristigen Abwärtstrend können wir auch hier sogar noch visualisieren mit Touch von heute Morgen. Sieht wirklich sehr gut aus, dahingehend, dass wir hier weitere Preisverluste zu sehen haben. Gut, liebe Zuschauer, dann sage ich erstmal auf bald. Bis später zum DAX, bis später zur DAX-Beschau auf dem JFD-Desktop, wenn Sie mögen. Ansonsten hören wir uns morgen hier zur FX-Beschau wieder. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und sende wie immer an dieser Stelle natürlich beste Grüße, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.